Hey liebe Campingfreunde, ich bin's euer Max von Camperland Bong und heute stelle ich euch den Fendt Bianco Selection 55 SKM vor. Ihr habt richtig gehört, ein Familiengrundriss und der ist auf einer Breite von 2,32 m wirklich ein perfekter Reisebegleiter. Und ich freue mich, euch den jetzt vorstellen zu dürfen und vorher kommen wir zu den Mutaufnahmen. Viel Spaß damit! Kommen wir zu den allgemeinen Fakten. Fendt Bianco Selection 55 SKM. Für was steht denn das SKM? Das S steht für den Super Slim Tower Kühlschrank, der fasst jetzt hier bei dem Modell 133 Liter. Das K steht für die Kinderbetten und die finden wir hinten im Heckbereich. Und das M steht für die Mittelsitzgruppe. Und ich finde, die Mittelsitzgruppe haben die in diesem Grundriss wirklich ganz toll gelöst. Das sehen wir gleich, wenn wir einmal im Innenraum angekommen sind. Wir haben einen Listenpreis ab Werk ohne Sonderausstattung, ohne Überführung von 27.490 Euro. Und jetzt kommen wir mal zu den Längenangaben, weil wir haben eine Gesamtlänge, also mit Deichsel von 7,74 Meter und eine Aufbaulänge von 6,62 Meter und eine Breite von 2,32 Meter. Ich hatte es eben schon mal gesagt, ein perfekter Reisebegleiter und wir haben ein schönes Reisefahrzeug an der Stelle. Und jetzt haben wir ein Vorzeltumlaufmaß von 10,30 Meter. Da müsst ihr immer aufpassen, wenn ihr das Fahrzeug aufgelastet bestellt, dann kann sich das Umlaufmaß an der Stelle auch mal verändern. Dann besser nochmal nachfragen oder mal nachlesen an der Stelle. Und jetzt haben wir eine Höhe, also vom Boden bis zum Dach von 2,63 Meter und eine Innenstehhöhe von 1,95 Meter. Und weil das jetzt schon so viele Zahlen waren, würde ich vorschlagen, blenden wir euch die Gewichte an der Stelle einmal ein. Weil wir haben jetzt hier einen massenfahrbereiten Zustand von 1408 Kilo und beladen dürft ihr den im Serienzustand bis 1600, 1700 Kilo. Optional könnt ihr das Fahrzeug auch auflasten. Und das Fahrzeug zum Beispiel hinter mir, das ist aufgelastet auf 2 Tonnen. Und bei dieser 2 Tonnen Auflastung bekommt ihr sogar hier diese schicken Leichtmetallfelgen mit dabei. Und dann dürft ihr ja sogar über eine halbe Tonne Zuladung mitnehmen. Also mehr als genug. Kommen wir einmal zum Führerschein. Ja, welchen Führerschein braucht ihr, um so ein tolles Gespann ziehen zu dürfen? Da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Eine Möglichkeit wäre der B96, also die Erweiterung zu eurem Autoführerschein. Dann darf nämlich das Auto und der Wohnwagen in Gesamtkombination nicht schwerer als 4,25 Tonnen sein. Das funktioniert jetzt hier bei diesem Gespann zum Beispiel. Da müsst ihr aber ganz genau mal nachschauen, damit ihr diese Grenze nicht überschreitet. Besser ist, ihr habt den BE-Führerschein, also den richtigen Anhängerführerschein, oder ihr habt vielleicht euren Führerschein sogar vor 1999 gemacht. Da war nämlich der BE-Führerschein bereits bei diesem Klasse 3-Führerschein mit enthalten. Und jetzt kommen wir einmal zum Exterieur. Kommt mit zum Exterieur. Wundert euch nicht, es regnet gerade hier oder eher gesagt, es nieselt. Es kann sein, dass das Bild dadurch ein bisschen schlechter bei euch sein könnte. Aber wir geben unser Bestes, zumindest der Kameramann. Und wir beginnen einmal jetzt hier vorne an der Anti-Schlingerkupplung. Wir haben nämlich jetzt hier einmal eine Alco AKS 3004. Das ist die Fendt serienmäßig verbaut. Und was auch schön ist, wir haben ja direkt hier hinten serienmäßig auch einmal eine Stützlastanzeige drin, dann sehen wir mal ja, wie viel Gewicht auf unserer Anhängerkupplung liegen. Das ist so ein Zirkamaß, nicht ganz genau, aber die Richtung ist doch schon mal an der Stelle entscheidend. Und ja, jetzt werfen wir mal einen Blick in den Gaskasten rein und ich finde, Fendt macht das wirklich auch sehr wertig. Wir haben Aluminium-Riffelblech hier drin, sehr schön verarbeitet. Wir haben eine vernünftige Aufnahme für die 11 Kilo Gasflaschen, also die passen hier perfekt rein. Ja, und wer jetzt eine 5 Kilo Gasflasche mitnehmen möchte, der kann sich noch eine Einlage im Zubehörshop holen, damit die auch hier festen Halt findet. Links ist der rollbare Abwassertank. Wir haben hier oben einmal noch Platz für die Kurbel. Die ist jetzt hier einmal eingehakt. Und jetzt würde ich vorschlagen, gehen wir einmal zur Vorzeltseite. Ich schiebe das hier einmal zu. Und jetzt schauen wir uns auch mal das Blech an. Weil wir haben jetzt hier ein Hammerschlagblech. Wir haben eine Wandstärke von 31 mm. Und die viele fragen mich immer, was ist denn der Vorteil von einem Hammerschlagblech gegenüber einem Glattblech? Und das ist an sich ganz einfach. Aufgrund dieser Struktur kann ein Hammerschlagblech wesentlich dünner sein. Also wir haben einen Gewichtsvorteil. Und wenn hier mal ein Dällchen drin sein sollte, dann fällt das auch nicht direkt auf. Bei einem Glattblech seht ihr jede einzelne Unebenheit. Und hier geht das halt unter. So, und jetzt würde ich vorschlagen, gehen wir mal ein bisschen vom Fahrzeug weg und dann schauen wir uns mal diese Vorzeltseite einmal komplett an, weil wir haben jetzt hier drei Fenster. Ein Fenster ist ja schön in der Tür integriert und ihr seht schon, die sind bereits serienmäßig getönt. Kommen gerne wieder näher ran und dann fangen wir nämlich mal hier vorne einmal mit der Toilettenkassette an. Die können wir natürlich rausziehen und auch praktisch hinter uns herziehen.
Finde ich immer sehr angenehm. Da müsst ihr die nicht so lästig tragen. Und die Toilette hat sogar einen separaten Tank, also einen Spültank. Und den kann man hier oben befüllen. Den ziehen wir raus, drehen es nach oben, tun hier oben Wasser rein. Hier kann man ja auch schon mit einer Art Chemie arbeiten, dass das Spülwasser damit schon versetzt ist. Und damit ihr auch seht, wie voll dieser Spültank ist, haben wir hier einmal ein Steigrohr an der Seite, wo man den Füllstand sieht. Und über dieses Steigrohr würde man dann auch den Tank entleeren. So, wir wandern ein wenig weiter. Dann haben wir hier einmal auf dieser Vollzeitseite noch einmal den Einlass und den Auslass vom Super Sim Tower Kühlschrank. Das ist der große Kühlschrank, der fasst 133 Liter. Den schauen wir uns natürlich gleich nochmal an, wenn wir im Innenraum angekommen sind. Dann haben wir einmal die Leichtmetallfelge. Die ist jetzt hier aufgrund der Auflastung auf 2 Tonnen schon bereits serienmäßig mit dabei. Und ich finde die wirklich sehr stimmig. Wer die in Schwarz haben möchte, kann die auch optional in Schwarz wählen. So, wir gehen weiter. Schau mal hier, das ist auch das neue. Die neue Vorzeltlampe, die hat oben auch noch mal ein Licht. Also die leuchtet dann, wenn ihr zum Beispiel ein Vorzelt habt, auch immer das Vorzelt von oben an. Sieht super schick dann aus an der Stelle. Und hier dieses große Staufach schauen wir uns gleich an, wenn wir einmal reingehen. Was ich auch schön finde, wir haben natürlich einmal hier die normale Kederleiste. Ja, wo wir unser Vorzelt einziehen können. Aber, und das löst Fan wirklich super, wir haben hier noch mal eine Keder quasi hier zwischen. Die geht komplett durch, wo man nochmal was einhängen kann. Zum Beispiel eine Organizer-Box oder Wäscheleien, wenn man möchte. Und jetzt kommen wir einmal zu Mac und schaut euch mal das Heck an. Ich finde, das sieht wirklich super aus. Wir haben ja die zwei Fenster drin. Das liegt einfach daran, dass hier einmal die beiden Etagenbetten sind. Das sehen wir gleich auch nochmal drin, weil da haben wir natürlich auch nochmal Fenster integriert und es sieht doch sehr stimmig aus. Wir haben hier nochmal den Selection-Schriftzug drauf auf einer Chromspange. Dadurch wirkt das auch sehr wertig und was ich auch sehr dynamisch finde, ist, dass wir hier unten nochmal den Heckdiffusor angedeutet haben. Ja, und das Ganze sogar in so einer Carbon-Optik. Das macht das Ganze auch nochmal ein bisschen sportlicher. Ja, und jetzt schauen wir einfach mal auf die andere Seite. Es gibt hier gar nicht so viel zu sehen. Wir haben nochmal zwei große Fenster. Wie gesagt, serienmäßig getönt und die kann man auch alle aufmachen, wenn man möchte. Zeige ich auch gleich, wenn wir drin sind. Und dann haben wir nämlich hier einmal den Füllstutzen für den Frischwassertank. Hier können wir also den Tank befüllen und eine Dose, da sind wir gerade schon dran vorbeimarschiert. Das ist nämlich einmal der CE-Stecker. Hier können wir nämlich einmal den Wohnwagen mit Landstrom versorgen. Ja, und jetzt werfen wir mal hier einen Blick in diese große Stauklappe rein. Und die ist ja wirklich groß. Und schaut mal, das ist die Hauptstaufläche unter dem Bett. Wir können das auch von innen B- und Entlagen. Zeige ich euch gleich, wie gesagt, auch nochmal. Und hier finde ich, passt ein super Tisch, Stuhl, ein Grill, eine Kiste Wasser, eine Kiste Bier rein. Also jede Menge. Und jetzt würde ich vorschlagen, gehen wir einmal rein ins Trockene an der Stelle. Und kommt mit, willkommen zum Interieur, also rein ins Trockene. Wir fangen aber trotzdem mal hier mit der Tür an und schaut mal, die Tür ist ja hier auch besonders dick, würde ich fast sagen, im Vergleich zu anderen Herstellern. Das liegt einfach daran, das Fahrzeug ist sehr winterfest und dass hier in dieser Region keine Kältebrücke entsteht, haben die hier eine dicke Tür gewählt. Da ist nämlich Isolierung drin. Ich mache die einmal auf, schaut mal hier das Fenster, das können wir zwar nicht öffnen, aber wir können es natürlich abdunkeln an der Stelle einmal. Und hier unten haben wir nochmal ein Fach und ich finde das Fach, das eignet sich immer super für eine Mover-Fernsteuerung. Wir haben hier einmal den Griff, um die Tür zu öffnen. Wir können das natürlich auch einmal von innen verschließen. Dann müssen wir einmal den Hebel daneben einmal reindrücken. Jetzt habe ich das wieder geöffnet und was auch in der Tür bereits integriert ist, ist einmal der Mülleimer. Finde ich an der Stelle auch ganz schick. Und was darf nicht fehlen? Ich finde, das ist die Fliegenschutztür. Das ist eine Sonderausstattung. Die haben wir aber bei unseren Fahrzeugen immer mitgewählt. Und jetzt zeige ich euch mal, was Fendt für mich wirklich perfekt lösen. Das ist einfach der Einstieg, weil wir haben hier nochmal so einen Zwischentritt. Man braucht hier gar keinen Hocker, finde ich, davor. Man kommt wirklich super angenehm hier rein, ohne jetzt stark sein Knie an der Stelle zu belasten. Finde ich also wirklich sehr angenehm an der Stelle. Jetzt würde ich vorschlagen, der Kameramann kommt mit rein und schwenkt mal durch den Raum. Weil obwohl wir auf 2,30 Meter Breite sind, haben wir eine riesen Blickachse. Und das macht diesen Raum dann an der Stelle wirklich sehr geräumig. Und auch sehr hell. Ne? Also wir haben hier einen sehr lichtdurchfluteten Raum an der Stelle. Und ich würde vorschlagen, wir beginnen einmal hier bei den Kinderbetten. Und wir fangen beim oberen Bett einmal an. Hier haben wir einmal nämlich die Leiter. Die Leiter könnt ihr auch optional herausnehmen. Und damit euer Kind hier nicht rauspurzelt, kann man sich auch noch hier so ein Brett dazwischen schieben, dass es einmal hier komplett versperrt ist. Wir haben hier oben nochmal eine Ablage, wo man was unterbringen kann. Ja, vielleicht mal ein Buch für die Kleinen,
Wir haben hier hinten ein Fenster, ich lege das mal kurz nach oben, dann seht ihr das und ihr könnt natürlich das Fenster hier oben öffnen und damit man bei der Nacht dann nicht da rauspurzelt, haben wir extra hier nochmal so einen Rausfallschutz mit dabei. Wir können das Fenster auch hier mit einem Fliegen, aber auch mit einem Verdunklungsbisset versehen und wir haben hier oben ja auch nochmal ein Fenster, was wir auch nochmal öffnen können, vielleicht perfekt mal zum Querlüften bei heißen Sommernächten und wir haben natürlich auch hier eine Verdunklung, aber auch ein Fliegenplissee mit dabei. Und schau mal jetzt hier, auch eine Leseleuchte. Die ist einmal hier, die kann man sich dann einstellen. Ja, man kann hier das Licht anmachen und finde ich auch praktisch, wird ja immer wichtiger. Wir haben eine USB-Ladesteckdose. Also man kann hier auch mal ein Tablet, ein iPad oder irgendwas in die Richtung laden, damit man nicht das immer woanders dann verlagern muss. So, und jetzt würde ich vorschlagen, schau noch mal kurz da oben links. Da haben wir nochmal zwei Kleiderhaken, da kann man auch mal gut eine Jacke aufhängen, wenn man reinkommt. Jetzt schauen wir uns mal das untere Bett an. Das ist ein Ticken größer und die Maße würde ich vorschlagen, die blenden wir euch an der Stelle einmal ein, damit ihr wisst, wie viel Platz wir haben. Weil ich finde persönlich, die Betten sind so groß, da kann auch eine erwachsene Person schlafen. Hier unten haben wir natürlich auch noch einmal eine Leseleuchte, auch nochmal mit einem USB-Stecker, dass wir das da laden können. Wir haben hier nochmal einen Kleiderschrank direkt hier hinten bei den Kinderbetten mit Einlagen. Wer sagt, Mensch, die Einlagen, die brauche ich nicht, ich möchte da noch was aufhängen, der kann die natürlich auch herausnehmen, wenn man möchte. Und dann haben wir hier unten auch nochmal ein Fach, wo wir auch was unterbringen können. Ich finde, so ein Fach eignet sich auch mal gut für Putzutensilien zum Beispiel. Und jetzt schaut mal hier. Direkt hier rechts haben wir einmal so eine Leiste mit zwei Zurösen. Und wofür wir die brauchen, das zeige ich euch nämlich jetzt, weil wir haben bei dem Fahrzeug serienmäßig eine große Heckgarage mit dabei. Wir können nämlich einmal hier die Leiter aushaken. Die lege ich jetzt mal kurz hier einfach mal beiseite. Und jetzt kann ich dieses untere Bett nämlich hochklappen. Ja, dann habe ich jetzt hier noch die Möglichkeit, das einmal einzuklappen. So, das arretiere ich hier einmal mit dem Druckknopf. Hier haben wir natürlich auch nochmal ein und das kann ich hier oben befestigen, damit das ja dann auch so stehen bleibt, das Bett. Und das gleiche haben wir hier hinten auch nochmal. So. Ja, und jetzt seht ihr, wir haben hier jede Menge Platz. Hier hinten ist natürlich auch nochmal eine Schiene, ja, mit Zurösen, die man auch verstellen kann, wenn man möchte. Ja, dann könnt ihr das jetzt, wenn ihr jetzt rechts rumdreht, dann auch an der Stelle dann befestigen. So, jetzt ist die feste. Und dann kann man hier auch mal was querspannen, vielleicht auch mal Kinderfahrräder unterbringen. Aber auch hier findet natürlich einen Tisch, einen Stuhl, auch Platz. Und jetzt gehe ich mal nach draußen. Ihr bleibt hier drin und dann mache ich mal diese Tür auf. Dann haben wir es auch einmal geöffnet. Und wo ich das hier gerade aufgemacht habe, was ich natürlich auch super finde, wenn ihr zum Beispiel jetzt mit einem Hund verreist, ist das auch eine tolle Möglichkeit, vielleicht hier hinten einen Hund unterzubringen, dass ihr das hier einfach noch abtrennt und dann kann der Hund auch von hier draußen rausgehen. Da gibt es ja extra nochmal so, so Eingänge, Stiege nochmal, dass man das dann separat nutzen kann. Also vielleicht nur als Idee mal mitnehmen, finde ich an der Stelle auch nochmal ganz clever. Ich komme wieder rein und dann fangen wir nämlich mit der Mittelsitzgruppe an. Eine Sache wollte ich euch noch zeigen, bevor wir nämlich jetzt zur Mittelsitzgruppe kommen. Schaut mal hier, wir können natürlich hier diesen Kinderbereich auch einmal ja, trennen. Wir haben hier so ein Faltplissee drin, das arretiert dann am Ende mit einem Magneten. Nochmal als Info, das ist nur ein Sichtschutz, kein Geräuschschutz, finde ich aber trotzdem mal eine schöne Möglichkeit, das hier zu separieren, wenn die Kinder doch ein bisschen früher schlafen gehen möchten. Das ziehe ich einmal wieder zu, arretiere das und jetzt kommen wir einmal zur Mittelsitzgruppe. Und da hatte ich eben schon mal gesagt, die ist clever gelöst und warum, das erkläre ich euch jetzt gleich. Wir fangen aber hier einmal oben an. Wir haben hier einmal eine schöne Deckenleuchte, die hat einmal drei Spots und eine Ambientenbeleuchtung mit dabei. Das Licht können wir hier am Eingang direkt ansteuern, kann man also separat voneinander anmachen. Und jetzt haben wir hier oben eine Ambiente-Beleuchtung an der Stelle. Ja, ich habe mir das gemerkt, das heißt nicht Ambientenbeleuchtung, sondern Ambiente-Beleuchtung. Und jetzt machen wir mal hier weiter. Wir stauen in die Schaufächer einmal rein.
und hier haben wir wirklich jede Menge Platz. Und aufgrund dieser Beleuchtung sehen wir jetzt wirklich ganz gut, da fällt ein Lichtkegel rein. Also diese Fächer sind sogar indirekt mitbeleuchtet. Finde ich sehr schön an der Stelle und es wirkt auch sehr massiv. Also wenn man hier mal so einen Griff anfasst, hört auch mal selber. Ja, das ist kein Plastik, das ist wirklich sehr hochwertig an der Stelle. Wir haben hier unten nochmal eine offene Ablage, da kann man also ein bisschen was reintun. Ja, man kann mal ein Buch unterbringen oder ein bisschen Deko, finde ich sehr angenehm an der Stelle. Und jetzt setze ich mich mal hier rein. Ja, und ich würde vorschlagen, jetzt kommen wir zu dem Cleveren, warum ich diese Sitzgruppe so gut finde, weil wir haben hier keinen Radkasten drin. Also, wenn ihr euch jetzt mal andere Modelle anschaut mit einer Mittelsitzgruppe, dann habt ihr hier immer einen störenden Radkasten an der Seite. Hier haben wir das aber nicht. Ja, aber woran liegt das, dass wir hier keinen Radkasten haben? Und das hat den Hintergrund, dass sie diese Mittelsitzgruppe nach hinten verlagert haben. Und der Radkasten, der findet sich jetzt einfach unter dem Staufach. Aber dadurch könnt ihr hier schön, finde ich, mit 4 Personen Platz nehmen. Man hat auch einen guten Komfort. Wir haben einen großen Tisch. Wir haben auch die ausreichende Sitztiefe. Ja, also ihr sitzt hier nicht auf halber Kante, also ihr habt hier wirklich einen schönen Sitz. Und vor allem, und das finde ich sehr angenehm, haben wir hier im Rückenpolster nochmal eine Lordosenunterstützung. Das seht ihr, dass es hier so leicht gewölbt ist. Finde ich sehr angenehm. Und wer jetzt sagt, Mensch, was ist das denn für ein Polster? Das nennt sich hier Albarella. Der kann auch optional Zingaro nehmen. Das ist noch ein zweites Polster. Das ist nämlich in so einem Grauton. Und da seid ihr natürlich nochmal in der Art flexibel, wenn ihr möchtet. So, ja, und jetzt schauen wir uns mal hier das Fenster an. Damit ich euch das ein bisschen besser zeigen kann, tue ich einmal hier die Gardinchen nach oben. Dann seht ihr den Mechanismus besser. Und zwar ist das Fenster an 4 Positionen einmal arretiert. Wir haben hier einen Knopf, den müssen wir reindrücken, dann kann ich das drehen. Und dann kann ich das Fenster in 3 Positionen aufrichten. Schaut mal, immer wenn es klackt, ist es in einer Position eingerastet. Erste Position, zweite Position, dritte Position, also maximale Öffnung. Jetzt gehen wir einfach davon aus, ihr seid auf dem Campingplatz angekommen und ihr steht in der Nähe von einem Wasser oder einem Gewässer. Dann ist es so, dass da viele Fliegen fliegen oder mal Mücken unterwegs sein können. Und dann haben wir hier natürlich nochmal die Möglichkeit, das Ganze mit einem Fliegenplissé zu versehen. Wir ziehen es runter, haken es unten ein und dann arretiert das schon. Finde ich sehr schön. Und das haben wir an allen Fenstern. Also dieser Mechanismus, der ist an allen Fenstern gleich und wir haben auch überall ein Fliegen- und Verdunklungsplissé. Und wenn es dann gegen Nacht geht, haben wir natürlich hier nochmal die Verdunklung, die wir auch nochmal runterziehen können. Und das auch nochmal in 3 unterschiedlichen Positionen. So, das mache ich wieder nach oben. Das Fenster mache ich wieder zu, dafür drücke ich es einen Ticken höher. Und dann kann ich das schon wieder zuziehen und jetzt kommt mal ein bisschen näher. Weil es gibt hier sogar eine Mittelstellung, ja so eine leichte Belüftungsstellung, in die wir es auch bringen können. Dann herrscht hier trotzdem ein wenig Zirkulation, aber das Fenster ist trotzdem geschlossen. Das ist aber eine Position, die ihr nicht nutzen dürft, wenn ihr natürlich mit dem Fahrzeug fahrt. Das kann man dann machen, wenn man am Campingplatz steht und vielleicht mal den Wohnwagen verlässt, weil man spazieren geht, aber trotzdem hier so ein Fenster mal geöffnet haben möchte. Das mache ich hier wieder zu. Gardinchen kommen runter, damit das wieder ein bisschen schick aussieht. Und jetzt würde ich vorschlagen, bauen wir mal hier diese Mittelsitzgruppe noch zu einem Bett um, weil auch das geht. Also hier können nicht nur 4 Personen schlafen, nein, es können sogar 5 Personen schlafen und es geht sogar sehr einfach und dazu gehen wir hin. Ja, ich heb den Tisch ein bisschen hoch und kann den dann hinten aus der Führungsschiene rausheben und dann haben wir ja einmal das Tischbein und das Tischbein, das wird jetzt einmal quasi ja halbiert und der Tisch wird jetzt hier eingehangen. Ich mache dafür einmal nur immer die Sitzpolster ein bisschen hoch, dann kann ich da einfach ein bisschen besser arbeiten. Ja, und der wird jetzt einfach nur hier reingelegt. Also sehr einfach. So, wir gehen hin, nehmen einmal hier die beiden Sitzpolster, schieben die zusammen, legen die Rückenpolster einmal um. So. Ja, und schon haben wir eine Sitzfläche geschaffen, dass hier einfach noch eine zweite oder, keine zweite, eher gesagt die 5. oder 6. Person noch Platz findet. Und wir haben hier sogar ein sehr großes Bett.
Die Maße, die blenden wir euch an der Stelle einmal ein. Ja, und wer das jetzt als längerfristige Schlafmöglichkeit nutzen möchte, dem empfehle ich immer noch vielleicht eine Rollmatratze oder einen Topper zu holen, damit ihr einfach hier die Ritzen nicht spürt. Und dann habt ihr wirklich einen tollen Schlafkomfort an der Stelle nochmal. Wir bauen das wieder gemeinsam einmal zurück und bei der Gelegenheit werfen wir doch auch mal einen direkten Blick in die Staufächer rein. So, schauen wir einmal hier rein. Ja, und jetzt seht ihr auch, was ich eben angesprochen habe. Wir sehen da einmal den Radkasten. Ja, die haben das hier wirklich schön gelöst. Und wir sehen auch mal hier die Belüftungsrohre von der Heizung. Wir haben nämlich hier eine Thoma S5004 drin. Das ist eine Heizung mit einer Umluftfunktion. Da wird die warme Luft im ganzen Fahrzeug gleichmäßig verteilt. Aber trotzdem hier den Platz, den könnt ihr natürlich noch super nutzen. Da haben wir auch mal die Möglichkeit, schwere Sachen unterzubringen, weil wir sind direkt auf der Achse, die dann nicht in Bezug auf die Stützlast eine Auswirkung haben dann an der Stelle. Ich mache das hier einmal wieder zu. Sitzpolster kommt hier wieder hin und jetzt gucken wir mal hier hinten rein. Und hier haben wir natürlich auch nochmal ein wirklich großes Fach, was jetzt über die gesamte Länge zum Beispiel geht. Ich glaube, an Beladungsmöglichkeiten fehlt es hier nicht. So, das mache ich hier wieder zurück. Wir klappen das einfach mal wieder zusammen hoch. Zack. Tischbein ausklappen. Oben wieder einhängen. Und schon sind wir wieder fertig. Also ihr habt gesehen, wie schnell und einfach dieser Mechanismus funktioniert. Und jetzt kommen wir einmal hier zur Küche. Und wir beginnen auch hier bei der Küche einmal wieder oben. Wir haben diese Ambient-Teebeleuchtung. Wir haben zwei große Hängeschränke hier oben nochmal untergebracht. Ein großes Fach und eins hier mit noch einem Teiler drin. Und jetzt achtet mal drauf. Und das ist einfach Fendt. Wir haben hier sogar drei Scharniere. 10 Schrauben pro Scharnier. Also das ist wirklich ein Stück Qualität, was man hier hat. Finde ich sehr stimmig. Und vor allem auch nochmal ein Softclose-Scharnier, damit das Ganze sauber und sanft schließt. Zum Verriegeln während der Fahrt haben wir diese Pushlock-Knöpfe. Die drücken wir rein. Jetzt arretiert das, wenn wir es wieder öffnen möchten. Drücken wir wieder rein und dann kommen die Knöpfe einmal raus. So, jetzt werfen wir mal einen Blick hier drunter. Weil damit hier dieser Kocher, diese Kocher-Spülkombination gut ausgeleuchtet ist, haben wir nämlich einmal ein LED-Band hier unten drunter. Das können wir dann hier einmal an- und ausmachen über diese Lichtschalter. Wir haben einmal hier ein Fenster untergebracht. Wie der Mechanismus vom Fenster funktioniert, habe ich euch bereits in der Mittelsitzgruppe gezeigt. Und wir haben es einfach hier wirklich sehr schön gelöst. Wir haben hier hinten nochmal eine Abschlussleiste, dass wenn ihr gekocht habt oder mit Wasser arbeitet, dass euch das nicht hier reinläuft. Und wenn ihr mal kochen solltet, schaut mal hier, auch nochmal eine vernünftige Glasabdeckung. Auch nochmal mit so einer Lippe, die dann unten sauber abschließt. Und das ist einfach Fendt. So, und jetzt werfen wir mal hier einen Blick drauf. Ich hatte es eben schon gesagt, Kocher-Spülkombination. Wir können natürlich hier einmal die Flamme anmachen und ihr braucht hier kein Feuerzeug. Wir haben einen Piezo-Zünder mit dabei. Wir drücken den Knopf rein, also er zündet automatisch. Halten es ein wenig länger gedrückt und schon brennt die Flamme. Die können wir jetzt auch einstellen, nochmal in der Intensität, so wie ihr gerne kochen möchtet dann natürlich. Wir können alle Flammen anmachen, wie ihr das dann gerne möchtet an der Stelle. Und was ich natürlich auch schön finde, die machen wir mal schnell wieder aus, damit ich das nämlich hier anfassen kann, haben wir so ein Gussrost. Wirkt sehr wertig. Ja, wir können es einfach mal rausnehmen, wenn ihr fertig seid mit dem Kochen. Und das ist halt der Vorteil von so einer Kocherspülkombination. Ihr nehmt euch einen nassen Lappen und könnt nach dem Kochvorgang hier einmal sauber langwischen, alles Richtung Spüle sammeln und da sauber dann entnehmen. Also wirklich sehr pflegeleicht an der Stelle. Ich setze das hier einmal ein. Und dann gucken wir uns noch mal kurz hier diese Spüle an, weil die ist groß. Also da passt auch mal ein großer Topf rein oder eine große Pfanne. Wir haben hier die Armatur. Na, das will ich nicht so wirklich. Wir haben hier einmal die Armatur, die können wir auf warm oder kalt einstellen. Und wir haben hier auch natürlich eine Warmwasserversorgung, die fasst jetzt hier 5 Liter. Wir haben das Wasser auf 60 Grad und durch diesen Mischregler hier oben könnt ihr euch das dann perfekt dosieren. Ich schließe das einmal wieder und dann gucken wir mal kurz hier noch in diese Blende, weil wir haben hier einmal noch einen 230 Volt Anschluss, der natürlich Spritzwasser geschützt ist, und hier unten auch noch mal ein. Und jetzt haben wir hier noch eine Anzeige, wie voll ist denn der Frischwassertank. In dem Fall gerade leer. Wenn der jetzt befüllt wird, dann findet hier auch ein kleiner Farbwechsel statt. Umso voller der Tank ist,
und umso mehr LEDs kommen da rein und am Ende sind die dann auch komplett grün. Also ich finde, ihr habt nochmal eine schöne Übersicht an der Stelle. Und jetzt gucken wir mal in diese Schränke unter der Küche. Ich ziehe es raus hier an dieser, schau mal hier, das ist auch kein Plastik, ne? Das wirkt sehr wertig, an dieser Blende. Dann haben wir hier eine Besteckschublade bereits serienmäßig mit dabei. Wir haben einmal die drei Absperrhähne für die Gas-Endverbraucher und vor allem auch nochmal den Hinweis, maximal 10 Kilo. Also ihr dürft diese Fächer nicht überladen. 10 Kilo ist es aber jede Menge schon. Da muss man halt drauf achten, dass man da nicht zu neigt. So, das ist das schöne Deko-Paket von dem Fendt. Jetzt haben wir noch Kistchen dabei und einen Tischläufer. Und jetzt können wir auch mal hier in dieses Fach reinschauen. Also hier haben wir auch nochmal die Möglichkeit und achtet auch mal hier drauf beim Schließen. Haben wir nochmal so ein Softgloschen hier, dass es wirklich sauber und sanft dann einmal abschließt. Hier unten haben wir auch nochmal ein Fach. Und jetzt haben wir bei diesem Fahrzeug noch einmal Spannbetttücher ab Werk mitbestellt. Schaut dann so aus. So, das machen wir auch wieder zu. Und dann haben wir hier nochmal so einen kleinen Apotheker. Perfekt für Gewürze, Öle oder sonstiges. Den kann man hier rausziehen. Finde ich auch nochmal sehr schön, ja auch recht hoch, dass die Sachen hier stabil drin stehen. Das schließe ich auch einmal. Auch hier mit so einem Softglosscharnier. Und was kommt noch oder was gehört noch zur Küche? Das ist der Kühlschrank und das S in SKM steht ja sogar für den Kühlschrank. Das ist der Super Slim Tower Kühlschrank mit 133 Liter Volumen. Und der hat sogar einen Doppelanschlag. Ja, ich kann den von beiden Seiten öffnen. Schaut mal rein. Oben haben wir einmal das Gefrierfach. Wir haben mehrere Unterteiler nochmal und hier unten haben wir nochmal ein Gemüsefach, was wir nutzen können. Wir haben große Fächer hier in der Tür nochmal drinnen und der Kühlschrank, das ist ja ein Absorber. Absorber heißt, er kann auch über Gas laufen, also an sich über zwei Energiearten, Gas und Strom. Strom teilt sich nochmal auf in 230 Volt, also Landstrom, oder zum Beispiel während der Fahrt über 12 Volt dann über die Batterie in eurem Zugfahrzeug. Ja, und der Kühlschrank hat auch erstmalig die Funktion, ich mache den mal von der anderen Seite auf, dass ihr den Kühlschrank auch auf eine Automatikfunktion setzen könnt. Automatikfunktion heißt, der Kühlschrank sucht sich selber die priorisierte Quelle aus. Mal angenommen, ihr steht auf dem Campingplatz und habt zum Beispiel auch ein Autarkpaket bei eurem Wohnwagen dabei, das wäre an der Stelle wichtig, und die Sicherung fliegt raus und der Kühlschrank läuft bis dahin auf Strom. Dann würde der Kühlschrank das erkennen, aha, er kriegt keinen Landstrom mehr, dann schaltet er automatisch einmal auf Gas zu und das macht er dann selbstständig. Finde ich sehr angenehm an der Stelle. Wenn ihr da nochmal eine Beratung zu wünscht, sprecht uns gerne dann einmal vor Ort an. Jetzt schauen wir mal hier unten drunter in das Fach rein, weil hier haben wir auch nochmal Platz. Da kann man auch mal ein paar Sachen noch unterbringen. Und das war der Bereich Küche. Und bevor wir jetzt hier diesen Segment verlassen, würde ich vorschlagen, schauen wir uns mal das Dachfenster an. Das ist das große mit einer Kurbel zu öffnen. Und das kann man jetzt stufenlos verstellen. Zum Beispiel eine leichte Belüftungsstellung. Oder ihr macht das Fenster ganz auf. So, das ist jetzt die maximale Öffnung. Also perfekt mal zum Querlüften. Wir haben natürlich auch hier eine Verdunklung, aber auch ein Fliegenplissé. Und dann würde ich das wieder zumachen. Es regnet immer noch draußen. Haben wir es gleich nicht nass hier drin. So, aber kurzer Hinweis vielleicht an der Stelle. Trotzdem, wenn es regnet, kann man es auflassen. Ja, zum Beispiel in dieser Position, weil wir sehen hier, diese Ränder gehen recht weit runter. Also es regnet trotzdem nicht rein, man kann trotzdem lüften. Vielleicht machen wir das mal an der Stelle so. Finde ich nämlich nochmal sehr angenehm. Und jetzt gehen wir so Richtung Bettbereich schon. Schauen wir uns aber hier mal den Schrank an. Das ist noch der große Schrank, den wir hier auch nochmal drin haben. Hier passen nochmal perfekt Kleider rein. Oben ist die Kleiderstange. Wir sehen hinten durch einmal den Umwandler, ach nicht den Umwandler, hier ist der Umwandler von 230 auf 12 Volt und einmal den Sicherungsautomat. Wir haben hier nochmal zwei Steckdosen drin. Und die zwei Steckdosen dienen einfach dazu, ja, dass wir da nochmal was anschließen können. Aber wenn wir auch einen Fernsehgelenkhalter nachmontieren würden, der würde ja hier an der Stelle sitzen dann. Dann könnt ihr da direkt den Fernseher anschließen. Und direkt darunter ist die große Heizung. Ich habe eben schon mal gesagt, das ist die Truma S5004. Die hat 6000 Watt Heizleistung, also jede Menge, perfekt auch für den Wintercamping geeignet. Die können wir hier einmal über den Drehregler einstellen zwischen 1 und 5. Und wir haben die Möglichkeit, dass die warme Luft auch hier im Fahrzeug einmal komplett verteilt wird. Und ich zeige euch mal, wie so eine Heizung aussieht. Ich mache mal hier die Blende für euch ab. Das ist die Heizung, also ein geschlossenes System. Ein sehr sicheres System auch an der Stelle. Und auch hier haben wir einen Piezo-Zünder mit dabei. Ihr müsst hier nicht mehr lässig irgendeinen Knopf noch zusätzlich mit reindrücken.
Wir haben hier unten einmal die Batterie für diesen Piezo-Zünder. Die sitzt einmal hier, falls ihr die mal tauschen müsst. Das machen wir wieder zu, Blende kommt drauf. So. Ja, und jetzt würde ich vorschlagen, kommen wir Richtung Bett. Ja, wir haben ja ein großes Bett drin und auch hier in diesem Bettbereich fangen wir, wie wir es schon kennen, einmal oben mit den ganzen Schränken an. Wir schauen ja mal rein. Jede Menge Beladungsmöglichkeiten, was ich auch schön finde, dass sie diese Fächer nochmal unterteilt haben, dass die Sachen euch da nicht hin und her rutschen. Und vor allem auch eine gewisse Tiefe. Ne? Sie sind sehr tief, diese Fächer. So, die schließen wir wieder. Ihr könnt schon sehen, unter den ganzen Schränken nochmal eine offene Ablage, dass ihr da noch was unterbringen könnt. Hier oben haben wir nochmal so einen Kleiderhaken. Und jetzt kommen wir mal hier zum Bett. Die Maße, die blenden wir euch an der Stelle einmal ein. Wir haben nämlich jetzt hier eine Federkernmatratze. Also ich finde, man hat hier einen sehr guten Schlafkomfort drauf. Und wer sagt, Mensch, Federkern ist nicht so meins, wir können hier noch optional von Fendt auch eine andere bestellen. Wer das wünscht, oder ihr macht euch eine Matratze nach Maß, aber ich würde vorschlagen, einmal drauflegen und selber testen, ist da die bessere Wahl am Anfang. Wir haben hier einmal noch ein Seitenfenster, das wir natürlich auch nochmal öffnen können oder mit einem Fliegen- und Verdunklungsbisset versehen können. Und vor allem, wir haben hier hinten auch nochmal Ablagefächer. Wir haben nochmal eine Leselampe, die man an- und ausmachen kann, hier direkt an dem Hebel. Und wir haben nochmal einen 230 Volt Anschluss auf der Seite. Und ich drehe mich mal. Und hier haben wir noch einmal einen Lichtschalter für die ambiente Beleuchtung, dass ihr da nicht immer nach vorne gehen müsst. So. Und schaut mal hier, ich sitze jetzt einfach mal an diesem Bettrand. Das macht man ja gerne. Und ich finde, man sitzt hier ganz gut. Also das Bett ist ja ein Ticken höher. Dadurch haben wir auch ein bisschen mehr Platz hier unter dem Bett als Stauraum. Aber man kommt auch gut rein und raus. Also man muss jetzt hier nicht, man fällt nicht tief. Man kann hier wirklich sich schön mal auf die Bettkante setzen. Die haben ja hier diese Blende. Seht ihr die? Die ist ja hier auch in so einer Lederoptik. Sieht sehr wertig aus. Ein bisschen tiefer gesetzt. Und dadurch drückt auch diese Blende nicht in euer Oberschenkel rein. Und die geht auch dadurch nicht kaputt. Also man kann ja auch mal gut auf der Ecke sitzen. Wir werfen mal hier einen Blick drunter. Aber erstmal auf das Lattenrost schauen wir, weil damit ihr auch so einen guten Schlafkomfort habt, haben wir jetzt hier sogar zwei getrennte Lattenroste, die man auch nochmal im Härtegrad einstellen kann. Also ihr seid da recht individuell und auch die Matratze, das ist keine einfache, ich hatte es ja eben schon mal gesagt, eine Federkernmatratze, die hat auch eine gewisse Dicke, ja, und das trägt einfach nochmal dazu bei, dass ihr gut schlafen könnt. Das können wir jetzt auch komplett aufrichten. Kann ich mit einer Hand machen und da haben wir so zwei Gasdruckdämpfer drin, die das Ganze unterstützen und die das dann in der Position einmal arretieren lässt. Wir haben jetzt hier die Hauptstofffläche. Wir haben einmal links den Frischwassertank. Wir haben hinten, da sehen wir mal eine Zwangsbelüftung. Eine Zwangsbelüftung natürlich in einem Fahrzeug, das ist eine gesetzliche Auflage. Die dient dazu, dass hier immer ein wenig Zirkulation im Wohnwagen herrscht, dass hier halt frische Luft reinkommt. Ich mache das hier einmal zu. So, und dann schauen wir mal hier in den Schrank rein, weil hier haben wir auch nochmal Platz, ganz viele Fächer. Fächer kann man natürlich auch, wenn man möchte, rausnehmen, aber ich glaube, das braucht man nochmal, wenn man dann mit Kids fährt, dass man da einfach nochmal ein bisschen was unterbringen kann. Und damit man auch seine Privatsphäre jetzt hier in diesem, ich sag jetzt mal, Elternschlafbereich hat, haben wir auch hier die Möglichkeit, das Ganze einmal durch ein Plissé, was hier schön integriert ist, einmal zuzuziehen. Ja, es arretiert auch hier einmal wieder mit einem Magneten. Auch nochmal der Hinweis, es ist nur ein Sichtschutz, kein Geräuschschutz. Aber ich finde es nochmal eine schöne Möglichkeit, einfach den Bereich abzuklemmen. Ich nutze das zum Beispiel auch ganz gerne, wenn ich mal Besuch habe. Ja, dass ich einfach den Schlafbereich einmal zuziehe, finde ich manchmal auch ein bisschen angenehmer dann an der Stelle. So, und jetzt kommt mal mit. Wir kommen jetzt mal hier zum Bad. Die haben ja dieses Waschbecken einmal nach außen gelagert. Wir haben hier oben einmal noch, schauen wir hier oben hin, einmal noch Schränke. Wir haben einen großen Spiegelschrank, ja, den wir sogar öffnen können. Schaut mal hier, also es ist wirklich sehr dick auch. Also es ist nicht leicht verarbeitet. Dafür steht einfach Fendt, die machen immer einen Schritt mehr als andere. Und das finde ich auch sehr gut an der Stelle, die sich da nochmal unterscheiden. So, ich setze mich mal wieder hier hin. Wir haben hier einen Lichtschalter, damit das hier auch schön ausgeleuchtet ist. Der Lichtschalter ist einmal hier für den Toilettenraum. Wir haben hier nochmal die Möglichkeit, was anzuschließen, Föhn,
Rasierer oder sonstiges über 230 Volt. Wir haben die Bandarmatur. Ihr kriegt noch zwei Zahnputzbecher, die sind mit dabei, dass man da noch mal was nutzen kann. Wir haben hier unten noch mal ein Fach, wo ihr Hygieneartikel unterbringen könnt. Genau, hier haben wir auch noch mal ein paar Fächer. Und hier könnt ihr auch mal reinwerfen. Und jetzt muss der Kameramann mal ganz runter gehen, weil da sitzt die Therme. Ich hatte ja schon gesagt, wir haben natürlich warm Wasser hier drin. Und da sitzt die Therme einmal dafür, die das Wasser dann auf 60 Grad erwärmt, wenn man möchte. So, das schließe ich hier einmal. Und was fehlt noch hier in dem Wohnwagen? Die Toilette. Und da kommen wir jetzt einmal zu, die sitze hier direkt neben der Tür. Auch hier wieder. Das ist doch mal ein vernünftiger Türgriff. Ich mache die mal auf und ich gehe einfach mal rein. Aber ich mache mir vorher Licht an. So. Ich gehe mal hier rein und jetzt beginnen wir einfach mal auch hier oben. Wir haben zwei Spots drin. Wir haben hier nochmal eine Ablage, auch nochmal mit so einem Rausfallschutz. Und hier unten drunter nochmal eine Beladungsmöglichkeit für Hygieneartikel. Hier haben wir auch nochmal eine offene Ablage. Vielleicht auch hier mal ein bisschen Deko unterbringen. Es soll natürlich auch alles sehr wohnlich sein. Hier haben wir nochmal ein Fach, wo wir was unterbringen können. Und was ich auch mal nett finde, Fendt gibt immer so ein kleines Starter-Kit an Chemie mit. Einmal, das ist die Toilettenchemie für den Spültank, also für die Toilettenspülung. Und das ist einmal für die Toilettenkassette selber. So, das mache ich wieder zu. Und jetzt haben wir hier die Tedford Bank-Toilette. Und wenn wir die nutzen wollen, machen wir den Deckel auf. Jetzt haben wir ja die Toilette einmal verriegelt. Und dann kann ich hier diese Verriegelung einmal wegdrehen. Ja, und jetzt kann ich quasi auf Toilette gehen, wenn ich möchte. Danach haben wir hier über den blauen Knopf die Möglichkeit, die Toilettenspülung zu betätigen. Wenn ich einmal drauf drücke, sehe ich sogar, wie voll ist meine Toilette und wie voll oder wie viel Frischwasser habe ich noch für den Spülen. Wenn ich jetzt gedrückt halte, dann läuft die Toilettenspülung auch. Das mache ich einmal zu. Ich setze mich mal kurz hier hin, dann kann ich den Rest einfacher erklären. Weil jetzt haben wir hier einmal noch die Möglichkeit, ja, eine Toilettenrolle aufzuhängen. Wir haben hier das Fenster und achtet mal drauf, das Fenster sieht ein bisschen anders aus. Wir haben das nämlich in einer Milchglasoptik, dass man von außen nicht direkt reinschauen kann, aber trotzdem natürlich hier die Möglichkeit mit einem Fliegen und nochmal mit einem Verdunklungs-PC. Und was ich auch schön finde, ist einfach hier diese Maserung nochmal an der Seite. Also es ist hier kein Plastik oder so, das sieht aus wie Tapete, nochmal in so einer kleinen Optik versehen. Finde ich wirklich sehr stimmig, sehr wertig. Und wir haben auch nochmal die Möglichkeit, zum Beispiel Handtücher unterzubringen. Und das haben wir hier an der Tür. An der Tür haben wir nämlich nochmal Kleiderhaken, wo wir noch was unterbringen können. Jetzt haben wir hier zum Beispiel eine Duschtasse drin. Das suggeriert erstmal den Eindruck, dass wir hier schon eine Dusche installiert haben. Das haben wir in dem Fall noch nicht. Man kann sowas nachrüsten, wenn man möchte. Da muss man aber dann immer überlegen, wie man die nutzt. Aber da beraten wir euch gerne dann vor Ort noch einmal. So, ich stehe wieder auf und komme mal hier raus. Und eine Sache, die möchte ich euch noch gerne zeigen, und zwar ist es der Boden. Wir schauen uns mal den Boden an, weil das ist jetzt hier ein PVC-Boden aus einem Element. Ja, und das ist keine Fuge, die ist nur aufgedruckt, sieht trotzdem sehr stimmig aus. Und wenn hier mal was hinfallen sollte oder euch läuft was aus, dann geht das nicht in das Material rein. Nein, ihr könnt es sauber wegwischen und es wird vor allem nicht beschädigt, weil PVC einfach sehr robust ist. Und das war das Video vom 55 SKM. Wir kommen aber noch zum Fazit. Ja, und das Fazit, das machen wir wie immer einmal draußen. Kommt mit. Kommen wir einmal zum Fazit vom Fendt Bianco Selection 55 SKM. Ich finde, wir haben ein ganz tolles Fahrzeug gefunden. Ja, perfekt für Familien. 2,32 Meter breit, 7,74 Meter lang. Haben wir ein schönes Maß, mit dem man auch auf Reisen gehen kann. Und vor allem alles clever gelöst, wenn man reingeht. Wir haben eine schöne große Blickachse, einen lichtdurchfluteten Raum und eine sehr clever gelöste Mittelsitzgruppe. Wir haben ja da in dieser Mittelsitzgruppe nicht einen lästigen Radlauf. Wir haben wirklich viel Platz und vor allem diese Mittelsitzgruppe bietet ja auch nochmal die Möglichkeit, vielleicht eine fünfte oder sechste Person mitzunehmen. Also ein wirklicher Allrounder, finde ich, haben wir jetzt hier in diesem Bianco Selection. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde es mich natürlich freuen, dass ihr unseren Kanal abonniert und die Glocke drückt. Das gibt uns nämlich die Motivation, mehr Videos für euch zu machen und vielleicht gerne mal das Kommentarfeld nutzen. Weil da könnt ihr mal eure Wünsche reinschreiben, euer Wunschfahrzeug zum Beispiel, dass wir das einfach mal als nächstes abdrehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß damit. Bis bald, euer Max.